lieben, wenn sie etwas zur Seite rücken würden. Ellen, kommst du bitte auch? Ich bitte um Nachsicht, meine Herrschaften, dass ich ein wenig abgehetzt bin. Vorsichtig, aber ein bisschen Tempo doch. Zugegeben, sie ist ein wenig abgegriffen, diese Metaphorik. Allah, die Zeit läuft uns davon und es ist 5:45. Ja, dass der Planet bald nicht mehr bewohnbar sein wird und so weiter, das ist bekannt, ist alles erforscht, verschriftlicht, archiviert, abgespeichert, getwittert und geliked. Gut so, nach hinten mit dem Ding. Die Sache ist zu Tode beschrieben und kapiert. Das Gemüt gewöhnt sich an die nimmer schweigenden Alarmglocken, gewöhnt sich an alles. Ja, so ist es. Unser Gemüt gewöhnt sich an Krieg, an Kannibalismus, an Kampfdrohnen. Es gewöhnt sich, wenn es nur etwas eng wird, an das Ungeheuerlichste, das die Welt im Repertoire hat, und veredelt namenloses Grauen zu behaglichem Gruseln. Aber was soll denn unser armes Gemüt auch anfangen mit allen Reportagen, Talkshows, Breaking News, Dokusoft, Werbeblöcken, Fotostrecken, Blogs und Shitstorms? Wer von uns Beladenen soll bei dem Fuß den Blick wachhalten und sich redlich empören? Sondern gute alte Operette. Seien Sie willkommen. Wir machen unseren Job. Sie wollen Melodien, wir ergreifen Partei. Sie wollen Gefühle, wir klären auf. Sie wollen Unterhaltung, wir bekehren sie. Und bevor das nicht alles über die Bühne ist und sie wach, empört, couragiert und entschlossen auf den Sitzen hin und her rutschen, geht mir keiner nach Hause. Wir kriegen euch! Wir erwecken den alten Revoluzzergeist zu neuem Leben!